Jenfelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, Sabine Langenbach. Schön, dich zu sehen. Moin, Moin, hallo. moin. Klasse. Wir kennen uns, glaube ich, 15 Jahre. Damals hast du eine Sendung gemacht bei Evangeliumsrundfunk, ERF Medien, über die Arche und hast mich dabei interviewt. Und seitdem kennen wir uns und haben auch immer wieder Kontakt und freuen uns aneinander und feuern uns gegenseitig an. Und als ich vor 5 Jahren diese Depression hatte, wo ich 5 Monate raus war, da hast du dich auch ganz besonders lieb um mich gekümmert, immer mal wieder nachgefragt und gesagt, dass du für mich betest. Und mir das Buch geschickt, das du damals gerade fertig hattest, Mensch Anton, über den Evangelisten Anton Schulte, vielen Dank. Wenn mein Buch über die Depression fertig ist, dann wirst du auch eine der ersten sein, die das geschickt bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Okay, Klasse. du bist also Autorin, du bist Rednerin, du bist Moderatorin, bist Ehefrau und Mutter und führst ein ganz vielschichtiges, vielfältiges Leben. Bist eine hochinteressante Person. Und jetzt hast du gerade ein neues Projekt am Start. Du bist die Dankbarkeitsbotschafterin mit eigenem Channel auf YouTube und bringst da einmal die Woche eine Sendung raus. Wie bist du darauf gekommen, dass du das gerne sein würdest, dass du das gerne machen würdest? Und was hast du da so vor? Also mit der Dankbarkeitsbotschafterin, das ist eine Entwicklung von vielen Jahren eigentlich gewesen, dass ich in meinen Vorträgen, vor allem auch bei Frauenfrühstücksreferaten, immer wieder dazu ermuntert habe, dankbar zu sein. Und das ist auch so mein Lebenstenor geworden, dass ich so sehe, Mensch, es gibt so viele Dinge, über die kann man muffeln und motzen, aber es tut uns doch viel besser, auch dankbar zu sein für die Dinge, die wir schon hatten. Das hat sich dann so entwickelt. Und die Marburger Medien, das ist ja so eine Aktion, die viele Karten herstellt. Für die habe ich öfters schon mal ja, so Sprüche und Verschen formuliert. Und die haben zum Jahr der Dankbarkeit, das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre her, haben die für mich einen Aufsteller gemacht. Damals haben sie dann oben drüber geschrieben, eben weil ich auch über Dankbarkeit geschrieben habe. Und eine Karte rauskam mit Gott sei Dank, nehmen Sie es wörtlich, Gott sei Dank, das ist auch so ein bisschen so mein Motto, war so ein Aufsteller, da stand die Dankbarkeitsstifterin oben drüber und dann ein Gesicht von mir und so riesengroßes Teil. Das war so vor vielen Jahren ein Anstoß. Und eigentlich der Anstoß jetzt für diesen Channel als Dankbarkeitsbotschafterin, muss ich echt sagen, ist Corona. Ist wirklich Corona. Ich habe für unsere freie evangelische Gemeinde hier in Lüdenscheid angefangen, in der Corona-Zeit jeden Montag, also am Pfarrerssonntag, einen Videoimpuls zu machen zu einem Bibelvers. Und da habe ich so viel positives Feedback zu bekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, das macht unheimlich Spaß. Und dann lief diese Serie aus, weil dann Gottesdienste übertragen werden sollten. Und dann war das echt eine Ad-hoc-Aktion, dass ich mir gedacht habe, Mensch, mach weiter. Ich habe den Videoimpuls per WhatsApp an Freunde verschickt. Ich habe den bei Facebook geteilt. Und wie gesagt, da kam so viel Feedback, dass ich gedacht habe, ich glaube, die Leute möchten sowas weiter machen. Und dann habe ich echt innerhalb von einer Woche habe ich einen lieben Freund, Jan Priemke, der Musiker und ein super cooler Sprecher ist und auch so kleine Vorspänne macht, den habe ich gebeten, hey, mach mir einen Vorspann. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit diesen Channel aufgebaut und war total baff, dass ich innerhalb von einer Woche jetzt nicht 1000 Leute, aber 100 Follower schon hatte. Und dachte, wow, also obercool. Und ich merke, das ist mein Ding. Ich habe ja früher fast 25 Jahre lang einen Lokalsender hier, ein christliches Magazin gemacht, sonntags morgens. Und so dieses direkt in den Medien sein, das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Und das ist so jetzt so mein
Ort, wo ich mich ein bisschen austoben kann. Und ich habe auch gemerkt, also viel ist es so, dass ich von mir erzähle. Also das ist so meins. Ich kann erzählen, was mir in meinem Leben hilft, worüber ich nachdenke. Und jetzt am letzten Montag habe ich eine neue Teil gestartet, Montagsimpuls Spezial. Da hole ich mir dann Leute mit dabei, die ich dann live treffe. Also Thies, wenn wir uns demnächst irgendwann mal wieder live treffen, dann bringe ich mein Tablet mit und dann halte ich dir das vor die Nase und dann machen wir gemeinsam ein Montagsimpuls Spezial. Sehr gerne. Also so wie du erzählst, das passt auch zu dir. Du bist halt auch eine echte Rampensau, ne? Ja, ein bisschen. Und ja. Und dann so fühle ich mich auch und herzlich gern. Deswegen mögen wir uns so gerne, ne? Genau. Zu diesem Thema Dankbarkeit, mein Taufspruch ist Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und deswegen ist es auch, also nicht nur deshalb, aber echt so ein Lebensthema von mir, in jeder Situation sich auf das besinnen, wofür man dankbar sein kann. Und ich habe ja auch diesen berühmten, frommen Spruch noch erweitert. Du kennst das, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und jetzt pass auf, Motzen ist zum Kotzen. Ey, cool, das merkst du mir. Ich zitiere dich dann demnächst, okay? Genau. Ja, nun könnte man ja denken, okay, Dankbarkeit, nun sitzt sie da fröhlich und fit und die hat vielleicht auch viel mehr Grund zum Danken als ich und vielleicht gehörst du ja, Sabine, zu den 10% der Bevölkerung, die ein deutlich leichteres Leben haben als die 90% anderen. Stimmt. Ist das so oder würdest du das nicht sagen und hast du gemerkt, dass Dankbarkeit vielleicht trotzdem eine Sache ist, die Wert hat und die dem Leben Tiefe verleiht? Also ich habe echt total viel Grund zur Dankbarkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das auch immer leben kann. Also das ist für mich auch nach wie vor Arbeit, ja. Also ich bin auch so ein Typ, der lässt sich dann auch schnell zum Motzen verführen und dass ich nur das Negative sehe. Aber ich merke, dass Dankbarkeit eine Willensentscheidung auch ist und dass ich mich entscheide, dankbar zu sein. Auch mitten in Lebenslagen, die halt vielleicht nicht so schwierig sind. Also ich erlebe, wenn ich bei Referaten das ist einfach so, ich erzähle von mir persönlich. Anders geht es nicht. Und von meiner Familiensituation. Wir haben zwei Kinder. Unser Niklas, der ist 23 und unsere Birte ist 22. Die sind ganz kurz hintereinander gekommen. Und Birte ist mehrfach behindert und blind auf die Welt gekommen. Und wenn ich das schon allein manchmal bei Vorträgen erzähle, dann geht es ein die Arme. So. Und das erlebe ich aber nicht so. Natürlich haben wir schwere Zeiten erlebt und wir haben zwischendurch immer auch mal wieder Phasen gehabt, die schwer waren oder wo wir zerrissen sind oder ganz am Anfang, als Birte da war, natürlich auch die Frage, warum? Warum unser Sohn ist topfit und unsere Tochter hat keine Augen? Warum? Warum Gott? Warum machst du das? Aber mein Mann hat mir da in diesen Situationen auch sehr geholfen. Der war so nüchtern und hat gesagt, hey, es ist jetzt, wie es ist. So, und wir gucken, wie wir weiter durchkommen mit Gottes Hilfe. Und von daher habe ich auch gelernt, auch für kleine Dinge auch dankbar zu sein. Ja? Also es ist ja oft so, wenn die Kinder noch klein sind, dann vergleichen gerade Mütter immer. Meiner kann schon das, meiner kann schon das. Hey, und wenn ich dann unsere Birte dazu gesehen habe, was sie eben noch nicht kann, da kann ich entweder das sehen oder ich habe mir angewöhnt, das zu sehen, auch jetzt im Laufe der vielen 22 Jahre, was sie schon alles gelernt hat und wie sie durchgekommen ist und was für eine tolle junge Frau aus ihr geworden ist, die mit ihren Handicaps lebt. Also sie hat wirklich, sie ist nicht nur blind, sie kann auch noch nicht alleine laufen, sprachliche Schwierigkeiten, aber trotzdem, sie ist, also hat sie eine besondere Beziehung zu Gott und davon, da lerne ich auch unheimlich von ihr. Einer ihrer Lieblingssätze ist, die immer klar über die Lippen kommen, auch wenn sie sonst Schwierigkeiten hat mit dem Sprechen, ist, Gott ist da. Und diesen Satz, den hat sie mir schon so oft mitten in Krisen gesagt, weil sie ein Gespür dafür hat, wenn es mir nicht so gut geht. Und mit diesem Satz
und das finde ich so genial, darf ich andere Menschen ermutigen, indem ich von Birte erzähle. Und das macht mich unendlich dankbar. Schützt mich aber nicht davor, auch mal undankbar zu werden. Also wer jetzt denkt, die Dankbarkeitsbotschafterin schwebt auf Wolke 7 und ist alle Zeit fröhlich und singt nur Loblieder, da muss ich leider enttäuschen. Also manchmal brauche ich auch einen Tritt in den Allerwertesten von meinem Mann oder von einer guten Freundin, die dann sagt, hey, mir den Spiegel vorhält und sagt, hey, guck mal. Ja. Ja. Also von daher, ich habe viele Gründe zum Danken, zum Gott sei Dank sagen. Aber das liegt auch daran, dass ich versuche, sie auch wahrzunehmen. Ich glaube, daran krankt unsere Gesellschaft, dass wir immer nur das sehen, was wir nicht haben und nicht damit zufrieden sind oder über uns das freuen, was Gott uns schon alles geschenkt hat. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Ja, also wo du das gerade erzählst, wird mir klar, wir sind nicht nur im gleichen Jahr geboren, sondern wir haben auch zwei Kinder, die fast gleich alt sind. Also auch bei uns erst der Junge und dann das Mädchen. Ja. Und die sind zwar beide gesund, aber bei unserer Tochter war es so, dass wir in der Schwangerschaft alle möglichen Diagnosen hatten, was sie für Krankheiten haben würde. Oh, offener Rücken, Mongoloid und also wirklich ganz dramatisch. Uns war aber klar, wir würden nicht abtreiben, obwohl uns das geraten wurde. Und wir gingen dann der Geburt entgegen, so mit diesen ganzen Gedanken, was alles sein könnte. Und dann haben wir so oft gehört, dass die Leute dann, wenn sie meine Frau auf das Kind angesprochen haben, gesagt haben, Hauptsache gesund. Und und ja. uns ist so deutlich geworden, wie oberflächlich das eigentlich ist. Also dieser Spruch half uns natürlich gar nichts mit den Sorgen, die uns gerade umtrieben. Aber wir sind auch, wir wussten, diese Lebenshaltung, Hauptsache gesund, die passt nicht für uns. Die wollen wir nicht haben. Und eben zu sehen, es geht nicht darum, ein oberflächlich schickes, smartes Leben zu haben, sondern es geht darum, dass man eine Lebenseinstellung hat, die einen auch in tiefen und möglichen, wirklich dramatischen Situationen noch durchträgt. Und das haben wir damals auch so durchexerziert. Und ich glaube, dass du völlig recht hast. Man braucht diese Dankbarkeit. Manchmal muss man Dankbarkeitsarbeit leisten, so. Sich dazu durchringen und sich besinnen auf das, was einem geschenkt worden ist. Und dann, wenn man diese innere Einstellung verändert, dann macht das auch was mit einem. Und man hat plötzlich eine andere Perspektive als vorher. Ja, toll. Also ich beschäftige mich jetzt so mit der Dankbarkeit. Also es gibt ja mittlerweile auch, hat die Psychotherapie ja die Dankbarkeit auch entdeckt. Die positive Psychologie in Glücksforschung oder so, das ist auch so ein Stück mein Steckenpferd, hat das ja ohnehin schon vor vielen Jahren auch entdeckt. Und in die Richtung gehe ich jetzt auch weiter, auch für meine Vorträge oder auch was eben das Durchhalten in schwierigen Lebenssituationen angeht, dieses Stichwort Resilienz. Ist auch was mit Dankbarkeit mit dabei. Und da bin ich so gerade auch noch dabei, mich so ein bisschen in diese Richtung zu spezialisieren und demnächst auch Vorträge in spezieller dieser Art, nicht nur im christlichen Bereich, sondern vielleicht auch im Bereich von kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil ich glaube, das ist ein so wichtiges Gut, die Dankbarkeit. Wer dankbar ist, braucht zum Beispiel nicht neidisch auf den anderen zu gucken. Wenn ich dankbar weiß, dass ich meine Gaben habe, kann ich den anderen stehen lassen. Ne? Dann kann ich sagen, der Thies, der hat auch mal zwischendurch gute Sprüche drauf. Da muss ich keine Sorge haben, dass der mir irgendwie die Sprüche klaut oder so. Ne? Das ist doch wunderbar. Deswegen, und Dankbarkeit gibt auch ein Stück Gelassenheit. Ne? Also ich finde, das ist ein spannendes, sehr weit gefächertes Thema und ich werde in die Richtung auch noch weitergehen. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir auch eine Spezialisierung sozusagen, so ein Stempel, den ich mir gerne aufdrücke und das ist Dankbarkeitsbotschafterin. Toll. Ich bin ja auch die Botschafterin. Ich erzähle ja auch, eine Botschafter ist ja auch jemand von einem anderen Land berufen und dann bin ich Botschafter vom Himmel oder so. Im Auftrag des Herrn unterwegs wie du. Ja, super. Ja, und das mit deinem Channel auf YouTube werden wir natürlich gleich
in den Beschreibungen verlinken. Also wer das jetzt sieht, der kann das da unten auch finden. Du hast ja auch eine eigene Homepage, die werde ich da auch mal hinstellen, wenn man sich noch weiter über dich informieren möchte. Da sind also alle Chancen gegeben. So dieses Dankbarkeit, ne, kann man säkular sehen, das wirkt dann schon, also wenn man auch ganz unabhängig von Religion so eine Lebenshaltung hat, Leute, denen das Gleiche passiert, können ganz unterschiedlich damit umgehen. Der eine verzweifelt und der andere nutzt alle Chancen, die ihm dann noch sind. Und das ist nicht eine Frage der Umstände, sondern der inneren Haltung. Und trotzdem ist es natürlich umso schöner und viel nochmal, hat nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man weiß, bei wem man sich bedanken kann. Also wenn man nicht nur an sich dankbar ist, sondern wenn man weiß, ich habe einen Vater im Himmel, der hat mich gemacht, der ist jetzt bei mir, dem habe ich das alles zu verdanken. Und mein Bewusstsein von Geborgenheit und mein Bewusstsein der Liebesbeziehung zu diesem himmlischen Vater wird noch durch die Dankbarkeit verstärkt und es kommen lauter Synergieeffekte in meiner Seele auf. Und bei dir ist es ja so, dass du eine gläubige Christin bist, die das auch total verbindet. Da ist ja dein Ursprung. Magst du mal erzählen, wie das bei dir angefangen hat mit Jesus in deinem Leben, wie du zum Glauben gekommen bist? Ja, also ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo zwar auch meine Mama mit uns gebetet hat abends. Ich kann mich aber nur an einmal erinnern, dass ich mal im Kindergottesdienst war. Ja gut, Weihnachten sind wir auch immer in die Kirche gegangen, aber für mich war so der Umschwung in die Teenagerzeit, Konfirmandenunterricht, da wird sein Pfarrerherz schlagen. Da fing das für mich an, dass ich auf einmal die Ohren aufgesperrt habe und gedacht habe, boah, das ist interessant. Ich bin dann in den CVM reingekommen, Christlicher Verein junger Menschen, und da habe ich dann, das war dann in Dortmund, habe ich zu der Zeit gelebt und war nach Wuppertal in den Westbund orientiert. Und da waren zu dieser Zeit Menschen, die mich wahnsinnig geprägt haben, die mir gezeigt haben, christlicher Glaube ist nicht nur was für sonntags, sondern das gehört in den Alltag und den lebt man im Alltag. Und da habe ich angefangen, Feuer zu fangen. Und das war für mich so der Anfang. Und ich muss sagen, es ist dann eine Entwicklung gewesen. Manche Leute können ja sagen, also an dem und dem Tag habe ich mich für Jesus entschieden. Das kann ich so nicht sagen. Das ist für mich eine Entwicklung, die immer noch weitergeht, weil ich mein Horizont sicher entwickelt, dass ich weiter gucken kann, dass ich, also heute glaube ich, natürlich so in den Basics, klar, ne, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ne, das alles, das ist ganz klar. Aber so Nuancen des Glaubens verändern sich ja auch durch mein Leben, durch das, was ich von anderen erfahre oder so. Von daher ist für mich christlicher Glaube nichts Statisches. Das habe ich mir jetzt einmal so geholt und jetzt habe ich das, sondern es entwickelt sich, ne? Es gibt ja diese alte Geschichte von Herrn K., ne, wo sich zwei nach Jahren treffen und der eine sagt, oh, du hast dich überhaupt nicht verändert, und der ne, Herr K. erblasst. Das möchte ich auch nicht sein. Ich möchte mich weiter verändern, ich möchte gerne mehr erfahren, ich möchte auch mehr erleben, offener werden für Gottes Handeln in der Welt und an mir. Hm. Ja, christlicher Glaube ist ja nicht in erster Linie ein Dogma oder irgendein Ritus, sondern christlicher Glaube ist ja Beziehung. Genau. Und deswegen, wenn die Ehe so wäre, dass man einmal heiratet und sich danach in Ruhe lässt und nichts mehr miteinander zu tun haben muss, dann wäre diese Ehe, auch wenn es einen Trauschein gibt, ziemlich schnell tot. Und, genau. In der Ehe ist es ja so wichtig, im Gespräch zu bleiben. Das ist auch manchmal Arbeit und miteinander zu leben und ganz viel zu kommunizieren. Und so ist es ja beim Glauben. Und so wie man sich in der Ehe auch immer wieder neu entdeckt und manchmal ein bisschen voneinander abkommt und sich dann wieder frisch verliebt und so, so ist es ja auch mit unserer Beziehung zu Jesus. Genau. Genau. Super, danke, dass du das so ehrlich und authentisch erzählst. Das ist ja ein ganz, ganz starker Eindruck und total einladend, sich darauf einzulassen und selber Erfahrungen
in dem Bereich zu machen. Und vielleicht gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo Leute immer noch, ne, es dauert ja schon ganz lange, aber immer noch eher mehr Zeiten alleine und ohne Ablenkung haben, sich darauf nochmal neu zu besinnen und sich damit zu beschäftigen und zu entdecken, ob das nicht auch das eigene Leben reicher machen kann und tiefer und echter. Aber weil du sagst alleine, das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich eben durch den christlichen Glauben gemacht habe, dass ich nie allein bin. Ist das nicht genial? Ich muss nie Mutterseelen allein sein, weil Gott gesagt hat, ich bin bei, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das heißt, auch wenn ich irgendwo alleine in meinem Kämmerchen sitze oder Leute denken, ich kann ja nicht besucht werden oder ich muss mich zurückhalten, dieser göttliche Beistand, sage ich jetzt mal, jetzt nicht esoterisch gesehen, sondern dass Gott gesagt hat, ich bin da, das tut mir so gut. Und das hilft mir auch mitten im Alltag, zum Beispiel beim Loslassen, dass meine Tochter jetzt oder unsere Tochter jetzt im Wohnheim lebt. Das ist ein Loslassen, aber ich weiß, dadurch, dass sie auch auf Gott vertraut, die ist ja auch nie alleine und sie weiß das. Ist das nicht herrlich? Da sage ich, wunderbar, sie weiß, sie ist nie alleine, ne? Und wir sind verbunden, auch wenn wir das Telefon nicht haben, ne? Durch Gott, also das ist durch Jesus, das ist einfach genial. Ja. Also ich finde, christlicher Glaube ist sowas von mitten im Alltag wichtig für mich. Oder indem ich eben, du sagtest das mit dem Gespräch und Kommunikation, für mich ist das so wichtig, dass ich mit dem Auto durch die Gegend fahren kann und dann kann ich natürlich nicht mit geschlossenen Augen, dann kann ich mit Gott reden, ich kann mit Jesus reden, ich kann ihm sagen, was mich bedrückt, ich kann ihm den Menschen, der gerade vor mir über die Straße geht, wo ich brav abbremse, kann ich sagen, segne ihn, kenne den ja gar nicht. Aber es ist wunderbar, ich kann mit ihm in Gespräch bleiben, das tut gut. Das Fanlied von FC St. Pauli und ich glaube auch von Liverpool, You Never Walk Alone. Das ist das Fanlied von allen. Bei Borussia singen sie das auch, bei Borussia Dortmund. Okay. Und als Christen wissen wir, dass das wirklich das wahr ist. Genau. Mit Jesus nie wieder allein. Deswegen darf Kloppo das auch, genau, deswegen darf Kloppo das auch ganz laut singen. Ne? Genau, der ist ja auch einer von uns, der ist ja auch Christ. Genau. Subi. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich. Das Gerne. War toll und inspirierend. Hat mich richtig begeistert. Dann wünschen wir unseren Zuschauern, halten Sie die Ohren steif, auch zu Zeiten von Corona. Absolut. Gott segne Sie und bis bald mal wieder. Tschüss. Ja, und halt, erst mal überlegen, für was Sie dankbar sind. Also den Gefallen müsst ihr mir alle tun. 1, 2 oder 3 Sachen mal gerade überlegen, für was ihr jetzt dankbar seid. Und tschüss. Also ihr lieben Leute, ne? Sabine sagt, 3 Leute, denkt dran, für was ihr dankbar seid. 1, 2, 3 und dann geht es euch wahrscheinlich schon eine ganze Ecke besser. Okay. Tschüss. Tschüss.